Jetzt. Grüß Gott und guten Abend. Ganz herzlich möchte ich Sie nach langer Zeit wieder einmal persönlich, aber auch über den Livestream hier an der Katholischen Akademie Berlin begrüßen. Es ist meine Freude und ein Privileg, dass die Katholische Akademie in Berlin einmal mehr als Gastgeberin einer hochkarätig besetzten internationalen Konferenz zum Thema Figuren der Autorität, Personen, Texte, Traditionen agieren darf. Diese findet während 5 Tagen hier statt und versammelt Gäste aus Europa, Israel und den USA. Besonders dankbar bin ich den Mitwirkenden, die sich nicht gescheut haben, in diesen außergewöhnlichen Zeiten die Mühe der weiten Reise auf sich zu nehmen, um an diesem Austausch zur Bedeutung von Religionen in und für unsere gegenwärtige Kultur der Demokratie teilzunehmen. Ein ebenso herzlicher Dank geht an meine Kooperationspartner bei der Organisation dieser Frühlingsschule, Professor Asher Biemann von der University of Virginia und Privatdozent Dr. Magnus Schlette von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. In einer so unkomplizierten wie fruchtbaren Zusammenarbeit ist es uns gelungen, eine inspirierende Gruppe von Menschen aus unterschiedlichsten akademischen, religiösen, säkularen und politischen Kontexten zu versammeln. Das prominent besetzte Podiumsgespräch mit dem Titel »Macht und antiautoritäres Denken – Das Erbe eines unvollendeten Projekts« wird Ihnen gleich einen Eindruck von den so anregenden wie intensiven Debatten vermitteln, die wir hier in den nächsten Tagen führen dürfen. Dass ein solcher Austausch in beinahe vergessener, unbeschwerter Geselligkeit wieder möglich ist, verdanken wir auch dem Umstand, dass seit letztem Jahr an der Katholischen Akademie ein neuer Akademie-Schwerpunkt jüdische und katholische Intellektualität aufgebaut wird. Ermöglicht durch großzügige Drittmittel entsteht hier gemeinsam mit Dr. Gesine Palmer und Professor Elad Lapidot das neue Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora. Diese Initiative widmet sich der Intensivierung des christlich-jüdischen Gesprächs in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen und religiösen Herausforderungen unserer säkular-pluralen Gegenwart. Nicht Harmonie, sondern der Mut zur Artikulation von Differenzen ist dabei das orientierende Prinzip des Austauschs zwischen jüdischen und katholischen Intellektuellen an der Katholischen Akademie. Gemeinsam gilt es, Debatten um die Rolle von Religion in gegenwärtigen demokratischen Kulturen Europas anzustoßen, ihnen aber auch eine neue Sichtbarkeit zu verleihen. Religiöse Sprachfähigkeit im öffentlichen wie politischen Raum, aber auch innerhalb der Kirche gilt es zu stärken, nicht zuletzt angesichts der inneren Pluralität und der Konflikte, mit der die jeweiligen religiösen Gemeinschaften konfrontiert sind. Dazu schauen Sie gerne auf unsere Seite intellektuellediaspora.org. Die Vision der heutigen Frühlingsschule nun ist es, den intellektuellen Austausch zwischen jüdischen und christlichen Traditionen zu intensivieren, um deren Verständnis zeitgenössischer religionspolitischer Konflikte zu erkunden. Das richtet sich natürlich nicht als Ausschluss gegen andere religiöse Gemeinschaften oder säkulare Positionen, die Sie in unserem Programm natürlich auch vertreten finden. Es ist aber die Aktualität des Themas Renaissance von Autorität und Dialektik des Autoritären, die uns in den 2 Jahren der Vorbereitung auf unglückliche Weise überholt hat. Sowohl in den USA wie in Europa sind wir wieder mit Konstellationen der Wechselwirkung von Religion und Politik konfrontiert, die kürzlich noch vor allem als Gegenstand historischen Nachdenkens betrachtet wurde. Den Auftakt bildet heute deshalb nicht ganz zufällig, also ein Podiumsgespräch zur Auseinandersetzung mit dem Erbe des antiautoritären Denkens. Was ist aus der Kritik der autoritären Persönlichkeit geworden angesichts der zeitgenössischen Renaissance von Autoritätssehnsucht? Micha Brumlik beginnt mit einer ideengeschichtlichen Skizze von der Theorie der autoritären Persönlichkeit zur Dialektik des Antiautoritären und Gerd Köhnen ermöglicht Ihnen anschließend aus aktuellem Anlass ein Gespräch zu führen über Autorität zwischen Macht und Religion, ein Blick auf Russland. Bevor wir beginnen, will ich Ihnen die beiden kurz vorstellen.
Micha Brumlik ist emeritierter Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seit 2013 wirkt er als Seniorprofessor am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Von 2000 bis 2005 war er Leiter des renommierten Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main und von 1989 bis 2001 war er neben seiner eindrücklichen akademischen Wirksamkeit zudem Stadtverordneter der Grünen in Frankfurt am Main. Von seinen vielen Auszeichnungen und Würdigungen will ich lediglich die Verleihung der Hermann-Cohen-Medaille für jüdische Kulturphilosophie im Jahr 2003 durch die Hermann-Cohen-Akademie erwähnen, sowie im Jahr 2016 die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille für Verständigung zwischen Juden und Christen. Er ist Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Autor und regelmäßiger Kolumnist der Taz und Mitherausgeber von Jalta Positionen zur jüdischen Gegenwart. Es ist kaum eine Übertreibung, ihn einen der bedeutendsten öffentlichen Intellektuellen der Bundesrepublik zu nennen. Mit leidenschaftlichen Interventionen prägt er die öffentlichen Debatten der Bundesrepublik seit langer Zeit und bereichert sie durch seine enorme Kenntnis politisch-theologischer Subtexte. Seine Publikationen sind eine Art Landkarte der prägenden intellektuellen Debatten der Bundesrepublik. Aus der jüngsten Zeit will ich Sie nur auf einige Bücher aufmerksam machen. Gerade 2021 Postkolonialer Antisemitismus, dann im Jahr davor das in der Reklamreihe 100 Seiten das Bändchen Antisemitismus, oder nochmal ein Jahr früher, 2019, Preußisch, Konservativ, Jüdisch, Hans-Joachim Schöps Leben und Werk. Zu seinen klassischen Werken zählen Vernunft und Offenbarung, religionsphilosophische Versuche oder Die Gnostiker, der Traum von der Selbsterlösung des Menschen oder Deutscher Geist und Judenhass, das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum. Einschlägig für den heutigen Abend ist nicht zuletzt sein Buch Demokratie und Bildung. Mein persönlicher Favorit aber durch all die Jahre hindurch bleibt sein kleiner autobiografischer Essay Kein Weg als Deutscher und Jude. Sie merken an den Themen, Micha Brumlik vermittelt einen Geschmack für die religionsphilosophisch-politischen Tiefenschichten und die Potenziale der säkularen Metropole Berlin. Meine Freude, ihn wieder einmal als Vortragenden an der Katholischen Akademie begrüßen zu dürfen, wird allein durch den Umstand übertroffen, dass ich als sein Gesprächspartner für den heutigen Abend einen der renommiertesten Russlandhistoriker Dr. Gerd Köhnen gewinnen konnte. Entschuldigen Sie, wenn ich mit einer biografischen Anekdote beginne. Als ich vor knapp 25 Jahren, nämlich als Student, frisch an die Uni gekommen war, hatte ich das beträchtliche Glück, in der Buchhandlung auf das damals frisch im Berliner Verlag Alexander Fest erschienene Büchlein, oder kein Büchlein, sondern ein Buch von Gerd Köhnen, Utopie der Säuberung. Was war der Kommunismus? Mit eindrücklichem Stalin-Bild vorne drauf. Zu stoßen. Ja. Die Schilderung des kommunistischen Systems als Kombination von Terrorherrschaft und Stalin-Verehrung ist so erschreckend wie aktuell. Seit dieser prägenden Lektüre habe ich mich auf Gerd Köhnen als Führer in den Wirren der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts verlassen. Seine Arbeit konzentriert sich auf die deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert und auf die Geschichte des Kommunismus. Bemerkenswert sind nicht zuletzt seine autobiografisch geprägten Schilderungen der linksradikalen Szene der 1970er Jahre. Sie kennen vielleicht sein viel beachtetes Buch Das Rote Jahrzehnt, Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 bis 1977 oder den Band Traumpfade der Weltrevolution. Aus seiner Dissertation Rom oder Moskau, das wäre eigentlich der passende Titel für den Abend, Deutschland, der Westen und die Revolutionierung Russlands, 1914 bis 1924, ging das Buch Der Russlandkomplex, die Deutschen und der Osten hervor. Vor 5 Jahren erschien schließlich sein Hauptwerk, Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. 2007 wurde er mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Gerade die Verflechtung von existenzieller und intellektueller Leidenschaft wie Nüchternheit macht ihn für mich zu einer der orientierenden Gestalten der Gegenwart. Sein Wirken als Autor verkörpert den seltenen Fall, politisches wie gesellschaftliches Engagement mit historischer Reflexion
und der Bereitschaft zu geistiger Rechenschaft zu kombinieren. Damit erinnert er an das, was früher wohl einmal mit der öffentlichen Rolle von Intellektuellen verbunden war. Für mich ist die Frühlingsschule schon allein deswegen ein Glücksfall, weil wir das Gespräch heute Abend führen können. Nutzen Sie die Chance also und beteiligen Sie sich rege am Podiumsgespräch. Und wenn Sie heute Abend auf den Geschmack gekommen sind, dann gesellen Sie sich gerne morgen, am Dienstag, am Mittwoch oder Donnerstag wieder zu uns. Wir haben eine ganze Woche mit außergewöhnlichen Vortragenden vor uns. Finally, a warm welcome to our guests from abroad, particularly the University of Virginia. I'm grateful that the initiative of our Spring School allows us to foster and cherish the importance of a transatlantic conversation addressing the challenges we face as democratic societies in the strange times ahead of us. The University of Virginia has a long and outstanding tradition of engaging, cultivating, and debating questions of democracy. I'm thrilled by the opportunity to start a conversation exploring the role that religious communities play in those political and cultural conflicts of our time. Our opening debate is taking place in German, but all participants are capable to follow your remarks in English. So please join our conversation already tonight. Bitte beachten Sie zuletzt, dass das Podiumsgespräch als Livestream übertragen und aufgezeichnet wird. Fragen aus dem Publikum werden nicht gefilmt, aber als Ton übertragen. Nach dem Podiumsgespräch sind Sie dann herzlich zur Fortsetzung des Austauschs bei einem Glas Wein eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen aus Europa, Israel und den USA ins Gespräch zu kommen. Und begrüßen Sie mit mir bitte Micha Brumlik und Gerd Kühnen. Bei Anfang muss ich nochmal mein Telefon auf Flugmodus stellen, damit es nicht plötzlich klingelt. Entschuldigung. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer ganz kurzen Anekdote beginnen. Dass wir überhaupt über so etwas wie eine Theorie der autoritären Persönlichkeit und der politischen Autorität verfügen, verstanden wir dem Umstand, dass die Vordenker, und es waren vor allem Männer, mit Ausnahme von Hilde Weiss, dass die Vordenker der Frankfurter Schule, also die Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, im Jahr 1930 eine Studie unter Arbeiter und Angestellten betrieben haben, in der sie die Haltung dieser Arbeiter und Angestellten, von denen nicht wenige auch irgendwie der SPD beziehungsweise sogar der KPD zuneigten, dass sie also diese Studie gemacht haben, und bei dieser Studie kam dann heraus, dass auch und gerade und sogar diejenigen befragten Arbeiter und Angestellten, die den eher linken Parteien der Weimarer Republik zuneigten, dennoch durch und durch autoritär waren, was dann das Institut für Sozialforschung in den frühen 30er Jahren dabei unterstützt hat, alles bereits für eine Emigration vorzubereiten, die dann 1933 tatsächlich geschehen sollte. Nun, die Frage von Autorität und Anti-Autoritarismus ist in der deutschen Sozialwissenschaft und dafür aufbauend in der deutschen Erziehungswissenschaft seit den 1960er Jahren, seit der Wiederentdeckung der Arbeiten der sogenannten Frankfurter Schule, zum Verhältnis von familialer Sozialisation und autoritärem Charakter immer wieder intensiv diskutiert worden. Und es war diese Frage, die sich die Autoren der sogenannten Frankfurter Schule, also
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und last but not least Erich Fromm in ihren Studien zur Autoritätenfamilie und nachfolgenden Überlegungen zur autoritären Persönlichkeit bzw. zum sogenannten demokratischen Charakter gestellt haben. Allerdings hatten die Autoren von Autoritätenfamilie gute Gründe für ihre Untersuchungen. Ich habe das angesprochen. Gründe, die jedenfalls in westlichen Gesellschaften derzeit, also mehr als 70 Jahre nach dem Ende von Faschismus, Stalinismus und Nationalsozialismus, offenbar vergessen worden sind. Zu fragen ist daher, sind die Gründe, die Horkheimer und Adorno zu einer Kritik an der autoritären Persönlichkeit geführt haben, tatsächlich hinfällig? Und worum ging es überhaupt bei der Kritik am Autoritarismus? Herbert Marcuse jedenfalls hat sich in einer ausführlichen Sammelbesprechung im Jahr 1934 mit sich selbst so bezeichnenden totalitären und autoritären Theorien des Staates auseinandergesetzt und dort unter anderem Arbeiten der nationalsozialistischen Rechtstheoretiker Otto Kölreuter und Ernst Forsthoff analysiert und dazu folgende typische Aussage nun von Kölreuter zitiert. Zitat: Die politische und staatsrechtliche Prägung des nationalen Rechtsstaats ist im bewussten Gegensatz zu der des liberalen bürgerlichen Rechtsstaats die des autoritären Führerstaates. Der autoritäre Führerstaat sieht in der Staatsautorität das wesentlichste Merkmal des Staates. Und darüber hinaus hatte der andere von Marcuse kritisierte Autor, Heinrich Forsthoff, bereits 1933 all jene Argumente aufgeboten, die auch später bis in die Geschichte der Bundesrepublik und die des neu wiedervereinigten Deutschland die Debatte um den Begriff der, das muss man schreiben in Klammern, notwendigen Autorität in Erziehung und Politik munitionieren sollte. Zitat: Eine autoritäre Regierung braucht eine über alles persönliche hinausgehende Rechtfertigung. Die Rechtfertigung muss, Religion, eine metaphysische sein. Die Unterscheidung von Führern und Geführten als staatliches Ordnungsprinzip, so Forsthoff, ist nur metaphysisch vollziehbar. Eine Regierung, die nur darum regiert, weil sie einen Auftrag des Volkes hat, ist keine autoritäre Regierung. Autorität, so immer noch Forsthoff, ist nur aus der Transzendenz möglich. Nun, diese und andere den Begriff autoritär positiv bewertende Schriften der Weimarer Republik gehen auf ein gegenrevolutionäres, antiliberales Denken zurück, das vor allem in den Schriften, wir haben es gehört, des faschistischen Rechtstheoretikers Carl Schmitt schon früh seinen Ausdruck gefunden hat. Schon 1914, im Alter von nur 26 Jahren, publizierte Schmitt eine Schrift unter dem Titel »Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen«, in der auf der Basis einer strikt zwischen Normen und Fakten unterscheidenden Rechtsphilosophie einen Begriff des Staates rekonstruiert, der ganz und gar im Dienst des Rechts steht und dem somit die Aufgabe zukommt, den reinen Normen des Rechts faktische Geltung zu verschaffen. Diesem Denken entspricht die vermeintliche Einsicht, und jetzt ein Zitat, in den Staat als eine überindividuelle Instanz, die ihre Würde keiner Schilderhebung der Einzelnen verdankt, sondern mit originärer Autorität entgegenstritt. Durch die Anerkennung einer überpersönlichen Dignität des Staates,
Demnach für jüdische philosophische Auffassung, für die der Staat weder eine Sekuritätsanstalt noch eine Wohlfahrtseinrichtung bedeutet, verschwindet aber, so immer noch Schmidt, das einzelne konkrete Individuum. Nun, dass die Bereitschaft, derartigen politischen Vorstellungen zu folgen, aus rationalen Gründen kaum nachvollziehbar war, führte bei den Vertretern der Frankfurter Schule folgerichtig zum Versuch einer nun sozialpsychologischen Erklärung der entsprechenden, den eigenen Interessen zuwiderlaufenden Folgebereitschaft breitester Massen in Deutschland der 1930er Jahre. Eine Erklärung, bei der sich die Autoren des Instituts für Sozialforschung vor allem auf die von ihnen selbst entwickelte von Marxismus und Psychoanalyse stützen konnten. Es war schließlich vor allem Max Horkheimer, der noch in der Emigration 1936 im Rahmen dieses Programms einen sozialwissenschaftlichen Begriff der Autorität entwickelte. Und dabei war Horkheimer, was in späteren Jahren durchaus gerne übersehen wurde, schon damals übrigens von der funktionalen Notwendigkeit von Autorität überzeugt. Denn Autorität sei, und jetzt ein längeres Zitat, die bewusste und unbewusste, jeden Schritt des Einzelnen mitbestimmende Fähigkeit, sich ein- und unterzuordnen. Die Eigenschaft, bestehende Verhältnisse als solche im Denken und Handeln zu bejahen, in Abhängigkeit von gegebenen Ordnungen und fremdem Willen zu leben, kurz die Autorität als ein Kennzeichen der ganzen Existenz. Die notwendige Herrschaft von Menschen über Menschen, welche die Gestalt der bisherigen Geschichte bestimmt, im Herzen der Beherrschten selbst zu befestigen, ist eine der Funktionen, immer noch Horkheimer, des gesamten kulturellen Apparats der einzelnen Epochen gewesen. Als Ergebnis wie als stets erneuerte Bedingung dieses Apparats bildet der Glaube an Autorität eine teils produktive, teils hemmende Triebkraft in der Geschichte. Somit bestimmt Horkheimer als autoritär jene inneren und äußeren Handlungsbereitschaften und Handlungsweisen, mit denen sich Menschen einer fremden Instanz unterwerfen, und kommt dabei zu dem Schluss, dass die Kategorie der Autorität widersprüchlich sei. In sich könne doch autoritäres Handeln durchaus auch im wirklichen und bewussten Interessen von Individuen und Gruppen, ja sogar von Klassen liegen, so Horkheimer in den Studien zur Autorität und Familie, Paris 1936. Zitat: Autorität als bejahte Abhängigkeit kann daher sowohl fortschrittliche, den Interessen der Beteiligten entsprechende, der Entfaltung menschlicher Kräfte günstige Verhältnisse bedeuten, als einen Inbegriff künstlich aufrechterhaltener, längst unwahr gewordener gesellschaftlicher Beziehungen und Vorstellungen, die den wirklichen Interessen der Allgemeinheit zuwiderlaufen. Sowohl blinde und sklavische Ergebung, die subjektiv von seelischer Trägheit und Unfähigkeit zum eigenen Entschluss herrührt und objektiv zur Fortdauer beengender und unwürdiger Zustände beiträgt, als auch die bewusste Arbeitsdisziplin in einer aufblühenden Gesellschaft beruhen auf Autorität. So Horkheimer 1936. Horkheimer beharrt also auf dem ambivalenten, dem widersprüchlichen Charakter des Begriffs und der Sache der Autorität und will diese innere Widersprüchlichkeit durch die Antagonismen bzw. deren ideologische Verdeckungen in der Epoche des liberalen Kapitalismus aufdecken. Das Thema also nicht moralisch und dogmatisch, sondern streng marxistisch aus einer Analyse der damaligen Klassenverhältnisse herausentwickeln.
sei es doch endlich die Form der bürgerlichen Familie, die durch eine systematische Unterordnung des im Berufs- und Arbeitsleben stehenden Vaters in den blinden Produktions- und Zirkulationsprozess auf der einen sowie durch die Unterwerfung der Frau, der Mutter unter das patriarchalische System geprägt sei. Auf dieser Basis, und das ist für eine Theorie des die Verhältnisse stützenden Sozialcharakters ebenso von Belang wie für eine Theorie gesellschaftlicher Aufklärung und Emanzipation, lässt sich dann das Entstehen autoritärer Charaktere, die die herrschenden Verhältnisse aus einer inneren Neigung heraus stützen, erklären. Nämlich, Zitat, für die Herausbildung des autoritären Charakters ist besonders entscheidend, dass die Kinder unter dem Druck des Vaters lernen, jeden Misserfolg nicht bis zu seinen gesellschaftlichen Ursachen zurückzuführen, sondern bei den Individuellen stehen zu bleiben und diese entweder religiös als Schuld oder naturalistisch als mangelnde Begabung zu hypostasieren. Das Ergebnis der väterlichen Erziehung sind Menschen, welche von vornherein den Fehler bei sich selbst suchen. Und wenn man sich das jetzt im engeren Sinne psychoanalytisch anschaut, finden wir zumal bei, und das darf ich auch nochmal zitieren, bei Erich Fromm eine Theorie des autoritären beziehungsweise sogar des sadomasochistischen Charakters. Also nun ein längeres Zitat von Erich Fromm. Das Maß an Angst und Einschüchterung, welches das kleine Kind erfährt, so Fromm, ist weitgehend abhängig von dem Maß an Angst, das es als Erwachsener später der Gesellschaft gegenüber haben wird. Es ist also nicht in erster Linie die biologische Hilflosigkeit des kleinen Kindes, die ein starkes Bedürfnis nach Über-Ich und strenger Autorität erzeugt, die aus der biologischen Hilflosigkeit sich ergebenden Bedürfnisse kommen von einer dem Kind freundlich zugewandten und nicht einschüchternden Instanz erfüllt werden. Es ist vielmehr die soziale Hilflosigkeit des Erwachsenen, die der biologischen Hilflosigkeit des Kindes ihren Stempel aufdrückt und in der kindlichen Entwicklung Über-Ich und Autorität aufdrückt und in der Entwicklung über Ich und Autorität zu solcher Bedeutung kommen lässt. Noch ein paar Worte von Fromm. Erweist sich also ein anderer als so mächtig und gefährlich, dass der Kampf gegen ihn aussichtslos und Unterwerfung noch der beste Schutz ist, oder als so liebevoll und beschützend, dass die eigene Aktivität unnötig erscheint, mit anderen Worten, entsteht eine Situation, so immer noch Erich Fromm, in der die Ausübung von Funktionen des Ichs unmöglich oder überflüssig wird, dann verschwindet gleichsam das Ich so lange, wie die Funktionen, an deren Ausübung seine Entstehung gebunden ist, von ihm nicht mehr ausgeübt werden können oder müssen. Also soweit nun eine gewissermaßen sozialisationstheoretisch, auch individual psychologisch wichtige Erklärung. Das wurde dann alles bereits in der US-amerikanischen Emigration noch einmal, und das war damals wirklich revolutionär, sozialwissenschaftlich durch Fragebögen, die der sogenannten E-Skala gewidmet waren, die sollte Ethnozentrismus erheben, und dann eine Skala, die politisch-ökonomischen Konservativismus zu messen versuchte, und schließlich die sogenannte F-Skala, die faschistische Disposition zu erheben versuchte. Nun, die zwar auf den ersten Blick plausiblen, aber nach Jahrzehnten intensiver Debatte heute
im strengen Sinne nicht mehr haltbaren empirischen Annahmen zur empirischen autoritären Persönlichkeit haben folgerichtig die empirische Untersuchungsperspektive in Richtung positiv-demokratischer Persönlichkeitsmerkmale beziehungsweise der ihnen zugrunde liegenden kognitiven Kompetenzen erweckt. Nun, ich schließe mit einer Studie des Instituts für Demoskopie in Alsbach vor 11 Jahren, die auf der Basis von beinahe 2000 Interviewten einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach mehr Respekt für Autorität mit eher sogenannten rechten Einstellungen festgestellt haben. Und ich zitiere Alsbach: Der Wunsch nach mehr Respekt vor Autorität hängt deutlich zusammen mit der politischen Grundhaltung der Befragten. Je weiter rechts auf der politischen Rechts-Links-Skala jemand steht, umso eher wird er Achtung vor Autorität einfordern. Unabhängig davon spielt auch das Alter eine deutliche Rolle. Und darüber hinaus zeigt sich, so die Studie von vor 11 Jahren, Zitat, dass die Wertschätzung gesellschaftlicher Autorität und eine autoritäre politische Haltung strukturell durchaus miteinander zusammenhängen. Wer Autorität im Sinne von Auctoritas, so immer noch Alsbach, befürwortet, wird auch geneigt sein, den starken Mann in der Politik zu befürworten. Erlauben Sie mir 2, 3 kurze Sätze nun zu dem angekündigten Problem der Dialektik des Antiautoritären. Also bei Leute, Gerhard, unseres Alters, wir haben alle noch die sogenannte antiautoritäre Revolte an den deutschen Universitäten miterlebt. Und es ist von bitterer Ironie, dass ausgerechnet einer ihrer wichtigsten Theoretiker, nämlich Theodor W. Adorno, diesem antiautoritären Aufstand wahrscheinlich, wenn auch indirekt, seinen vergleichsweise frühen Tod zu verdanken hat, kurz nachdem eine Reihe von weiblichen Studierenden mit nackten Brüsten in der Vorlesung auf ihn zugingen, musste er die Vorlesung beenden haben, fuhr dann in die Schweiz, in die Alpen zu einem Urlaub, um dort einen tödlich verlaufenden Herzinfarkt zu erleiden. Die antiautoritäre Bewegung hat sich dann gespalten in diejenigen, die wie die sogenannten Spontis, für die nach wie vor bis heute Daniel Cohn-Bendit steht, nach wie vor auch in der studentischen Politik am antiautoritären spontanen Handeln festgehalten haben, sowie den sogenannten K-Gruppen, kommunistische Gruppen, die sich in unterschiedlichster Weise, sei es an Moskau, sei es an Peking, sei es an Stalin, sei es an Mao Zedong orientiert haben und die in ihren, so darf ich das nennen, Sekten so etwas wie strikt autoritäre Disziplin einforderten. Und als dieses Phänomen sich schließlich aufdröselte, etwa in den 80er Jahren, sind nicht wenige der Mitglieder zur Partei der Grünen gegangen. Über was für eine Dialektik das ist, müssen wir nachher diskutieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Glaube ich, nicht mein Referat halten, sondern irgendwie versuchen, weil wir bewegen uns ja hier in schon einem ohnehin sehr weiten Themenfeld und wir müssen ja vielleicht versuchen, ein bisschen einen Gesprächsfaden zu spinnen, also ein bisschen anzuknüpfen an den Dingen, die Micha Brumnik
gesagt hat, wir kennen uns ja ziemlich lange, wir kommen in dem Sinne aus diesem, beide aus diesem Nest dieser sogenannten 68er-Bewegung, in Deutschland jedenfalls hat man sie so benannt. Und wir haben beide je eigene Erfahrungen über diese Dialektik von Autorität und Autoritarismus, so würde ich es vielleicht fassen, oder auch dem Verlust von Autorität und autoritärem Handeln oder autoritären Mindsets, die sich insbesondere in Organisationen, in Gruppen, in Sekten und so weiter herausbilden, aber auch eben in gesamtgesellschaftlichen Bewegungen. Ich bin vielleicht insofern hier eine schwierige Besetzung auch, Ihre hohe Anerkennung in Ehren. Ich beschäftige mich mit diesen Dingen als Historiker, eher in einer auch durchaus noch spät, ich würde mal sagen, marxianisch geprägten Perspektive. Also das Sein bestimmt das Bewusstsein. Theorieinteressen entstehen, ob das jetzt die Studien über die autoritäre Persönlichkeit in den 30er Jahren sind oder unsere Rezeption dieser Theorien in unserem generationellen Umfeld und dann in Deutschland. Also das Sein prägt auch oder informiert auch intellektuelle, theoretische Interessen, aber auch mit Max Weber zum Beispiel kann ich sehr viel anfangen, der ja seine Religionssoziologie eben versucht, aus real existierenden Strukturen von gesellschaftlichen Formationen und dann den Dialektiken, die erstmal im wirklichen Leben auch sich daraus ergeben oder Dynamiken der Entwicklung zu interpretieren. Oder auch die französische Annalschule, da sind für mich gar nicht Diskurse, heute ist alles ein bisschen Diskurs, ja. Diskurse bestimmen das Denken und das Denken bestimmt das Handeln. Das glaube ich eben gar nicht, sondern ich glaube, die Menschen handeln, das könnte man auch freudianisch begründen, aus einer Fülle von unbewussten Motiven. Sie handeln im Rahmen von mentalen Prägungen, die sich aus einer longue durée, einer so und nicht anders verlaufenden Geschichte ergeben haben, aus denen man sich nicht einfach herausspringen kann, wobei diese Mentalitäten dann auch wieder für Kontinuitäten, Kontinuierung dieser Geschichte sorgen. Deutschland, das war ja der Ansatzpunkt dieser Studie auch, die aber eben nicht nur die politische Rechte, sondern sehr wohl auch die politische Linke oder auch das mittlere Bürgertum betraf, hatte ja diese Tradition und auch diese Aura eines Obrigkeitsstaates, der ja in dieser Weimarer Republik aufgebrochen war, eigentlich durch eine Niederlage, durch eine ihrer Weltmachtperspektiven, aber auch einen Zusammenbruch aller etablierten ständischen und monarchischen Strukturen. Also es entstand eine Situation der Neuformatierung dieser Gesellschaft, eines neuen Suchens nach neuen Autoritäten. Traditionelle Autoritäten brechen zusammen, neue Autoritäten, die sich sachlich und demokratisch begründen, haben sich nur sehr fragil hergestellt. Und dann ist es auch der Einbruch der modernen Massengesellschaft. Ja, das Ganze steht ja in massentheoretischen Überlegungen. Die hat auch Freud angestellt, Elias Canetti hat sie angestellt. Ganz viele haben zu dieser Zeit sich mit dem Phänomen
der Massen, die überhaupt jetzt im 20. Jahrhundert erst in die Politik eintreten, Verbände bilden, Parteien bilden, Bewegungen bilden, Subsysteme bilden. Und das in einem dynamischen, sozialökonomisch getriebenen Prozess von krisenhaftem Charakter. Also in diesem Krisenbewusstsein ein Bedürfnis nach neuer, ja, Ernst Forsthoff sagt dann eben metaphysisch begründeter, das heißt eigentlich übersetzt existenzieller Autorität zu suchen, einen Führer, einen starken Mann in der Regel. Ja. Ich habe mich viel mit Russland beschäftigt. Und das könnte ich jetzt hier an diese ganz aktuelle Situation knüpfen, also diesen Krieg in der Ukraine, der ja, wie man jetzt sehr genau weiß, aus dem einsamen Entschluss eines selbst in seiner Machtkohorte ziemlich isoliert lebenden Führers entsprungen ist, der sich entschlossen hat, die Infektion der heutigen russischen Gesellschaft mit einem Virus von hedonistisch dekadentem westlichen Denken und Einflüssen zu reinigen und die Ukraine, die für ihn historisch zu einem großen Russland gehört, das sind die Kleinrussen, die Ukrainer gibt es nicht. Wer ein Ukrainer, wer sagt, er ist ein Ukrainer, zeigt da schon, dass er ein Antirusse ist und ein Antirusse ist per se ein Nazi. Ja? Für diese Nazi-Deklaration wird die charismatische Aura von Stalin wieder massiv beschworen als dasjenige, was in dieser modernen sowjetisch-russländischen Geschichte jedenfalls durch alle Katastrophen hindurch den Sieg in diesem großen Existenzkrieg bedeutet hat. Und heute steht Russland angeblich wieder in diesem Existenzkrieg, in diesem, einem solchen Existenzkrieg. Und meine Helden in der Wirklichkeit, die das ganz ohne große theoretisches Rüstzeug versuchen zu verstehen, was dort in dieser russischen Gesellschaft vor sich geht, sind Leute wie der Journalist Shura Burtin, von der Internetzeitschrift Medusa, die jetzt aus Litauen sendet, aber er ist noch offenbar in Moskau. Er ist nach Beginn dieses Krieges rausgegangen in Moskau, in die Vororte und hat die Leute gefragt, empirisch versucht zu fragen, was haltet ihr von diesem Krieg? Genauso ist ja bemerkenswert übrigens, dass im putinistischen Russland heute, wo alle Medien eigentlich einer Öffentlichkeit in irgendeinem positiven Sinne so gut wie ausgelöscht und verschwunden sind, ein Instrument noch existiert. Und zwar nicht als rein staatliches Instrument, das der Meinungsumfrage. Ja? Also das putinistische Regime will wissen, was die Leute denken. Und dann kommen eben zur großen Erleichterung und auch Legitimierung dieses nämlich eigentlich ganz bodenlosen, wurzellosen Regimes. Wer war denn Putin eigentlich vor 25 Jahren? Niemand kannte ihn. Der kam völlig aus dem Nichts. Er erfüllt also offensichtlich ein Bedürfnis dieser Gesellschaft, sich wieder einen Totempfahl aufzurichten, eine Machtvertikale zu schaffen. Das sind die Begriffe dieser Gesellschaft. Und sich dann plebiszitär legitimieren zu lassen. Wodurch? Wahlen, das kann man ziemlich vergessen, durch Meinungsumfragen. Und angeblich, das ist dann immer, was vorangetragen wird, 80% sind dafür. Und 80%, siehe da, sind auch wieder für diesen Krieg. Ja.
Das kann man empirisch sehr bezweifeln. Die Meinungsumfragen werden am Telefon geführt. Wer ist bereit zu antworten am Telefon? Und dieser Shuraburtin in einem großartigen literarischen Text, den können Sie auch auf Englisch auf Medusa finden. Er ist übrigens jemand, der im Jahr 2019 einen Preis für eine der Best True Stories bekommen hat über einen russischen Boxer, der russischer Herkunft, der in Tschetschenien sich auf die Seite der Rebellen gestellt hat, in den 90er Jahren zu einem Dissidenten geworden ist und jetzt in Haft und im Lager sitzt. Er ist ja rausgegangen und hat die Leute gefragt. Das ist ein ungeheuer mutiger Akt. Die holten auch zum Teil die Polizei, die sagten, wer sind Sie, wo kommen Sie her? Aber er hat das ganz unbeirrt weitergemacht, ja, heute in Moskau. Worauf er gestoßen ist, ist eine Grundstruktur, und das sind Dinge, die mich daran interessieren, in denen eine Menge von aktiven Motiven zu Tage tritt. Er versucht überhaupt nicht, die Leute zu denunzieren. Und mindestens 80% denen, mit denen er spricht, sind fanatisch für diesen Krieg, von dem sie vor 3 Wochen noch nichts ahnten, ja, den der Führer beschlossen hat. Aber jetzt sind sie fanatisch für diesen Krieg, obwohl dieser Krieg aberwitzige Begründung hat, die kein Mensch in irgendeinen logischen Zusammenhang bringen kann. Also die sind ein Brudervolk, aber sie sind Russland total feindlich. Sie sind Nazis, haben aber einen jüdischen Präsidenten, der mit 70% der Stimmen gewählt worden ist und so weiter. Sie wissen das alles. Naja, wer hat ihm geantwortet? Es haben ihm geantwortet, wahrscheinlich viele haben ihm nicht geantwortet, die eine Scheu hatten, ihm zu antworten. Aber die, die geantwortet haben, haben das in einer sehr offensiven und aggressiven Weise getan. Darin wiederholt sich eine Grundsituation von Auslieferung an die Macht, die eben in der russischen Geschichte sehr tiefe Wurzeln hat. Man versucht sich daran zu klammern in gewisser Weise, was dort als herrschender Diskurs, als herrschendes Narrativ, als herrschende Erzählung verbreitet wird, weil wenn man das nicht täte, was bleibt einem dann noch? Man fühlt sich ja in dieser Gesellschaft extrem unsicher. Es ist eine Gesellschaft, die extrem eigentlich untereinander atomisiert ist, in der ganz wenige reale gesellschaftliche Strukturen existieren, mit der diese Gesellschaft sich artikulieren kann, sich geschweige organisieren könnte. Diese Strukturen werden ja dauernd niedergerissen. Das heißt, es ist eine Situation einer realen Auslieferung an eine neu etablierte zentrale Macht. Das ruft die historische Erfahrung einer totalitären Auslieferung wieder in Erinnerung vor 2 oder 3 Generationen unter Stalin, von der neuere Totalitarismusforschung ja auch nicht davon ausgehen, dass das einfach der Terror ist, der von oben kommt und die Menschen formt und prägt und dann reden sie so. Nein, nein, sondern selbst die wirkliche totalitäre Macht erscheint vielen da unten in dieser atomisierten Gesellschaft. Und darum handelt es sich, weil dieses bolschewistische Projekt alle traditionellen Strukturen dieser Gesellschaft völlig zerschlagen hatte, ja, klammerte sich man sich wieder an die Figur eines Führers. Und das eines Führers, der angeblich für alles sorgt. Das hat Hitler nie versprochen, ja, dass er für alles sorgt. Er kümmert sich um alles. Ja. Stalin kümmerte sich um alles. Stalin war ja ein operativer, ja, Autokrat,
der fast wie Schöpfer seiner Nation galt, der die Menschen lebte zu lehren. Das waren ja typische stalinistische Formeln. Ja. Das sind mentale Strukturen, die sich offensichtlich durch die Generationen hindurch fortsetzen und wo die traumatischsten Erfahrungen dieser stalinistischen, totalitären Auslieferung, der Terror, der große Terror oder die Kollektivierungsrevolutionen der 30er Jahre, die Millionen noch in Friedenszeiten, Millionen von Menschen Leben gefordert haben, in gewisser Weise überformt worden sind durch den Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Also die Gesellschaft hat sich selber ungeheure Wunden zugefügt. Sie hat ihre eigene Basis untergraben in vieler Hinsicht. Sie hat sich selbst destruiert. Das ist ein fast beispielloses Phänomen, wie in den ersten 2, 3 Jahrzehnten dieser leninistisch-bolschewistischen Macht die russische Gesellschaft sich vollkommen destruiert. Und wie sie dann hyperautoritäre Strukturen ausbildet, die aber ein Bedürfnis erfüllen, nämlich sich an irgendeine zentrale Autorität zu halten. Und scheinbar ist es dann so, obwohl man das als Historiker ganz anders herum betrachten könnte, dass diese hyperautoritäre Struktur, die Führerschaft Stalins, das war, was den Sieg gegen den von Deutschland geführten Existenz- und Vernichtungskrieg überhaupt ermöglicht hat. Und das ist der Fixpunkt, dieser Sieg, an dem sich diese ganze russische Gesellschaft nach den katastrophischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts festhält. Und nicht zufällig, dann komme ich auch zum Schluss, damit wir das noch ein bisschen auffächern können, nicht zufällig war es dann ja auch Stalin, der und jetzt Putin, die in ähnlicher Weise autoritären Strukturen der russischen Gesellschaft in einer positiven Weise wieder in das Bewusstsein geführt haben. Stalin hat ja die großen Traditionen, obwohl er ja nun aus einer ultrarevolutionären Bewegung kam, alle wieder belebt, also die petrinischen Traditionen, Filme über Ivan Grozny, Ivan den Schrecklichen, der Moskau mit starker eiserner Hand begründet hat. Er hat sich im Grunde als einen neuen Ivan den Schrecklichen gesehen. Lenin hat sich mehr als einen neuen Peter den Großen gesehen. Das haben sie nicht explizit immer so ausgeführt, aber das war klar. Auch die Traditionen der Orden, der Ständegesellschaft des alten zaristischen Reiches sind in neuer sowjetischer Form belebt worden und Putin in gewisser Weise versucht, diese zaristischen Traditionen mit den stalinistischen Traditionen zu einer neuartigen Synthese zusammenzuführen, die eben in dieser Situation des Zerfalls des alten Imperiums, des sowjetischen Imperiums in diesem Fall, das er strikt als ein großrussländisches Imperium gesehen hat, als eine Fortsetzung des alten zaristischen russländischen Imperiums, ja, die er gewissermaßen mit einer neuen Ideologie, einer neuen Narration, auch einer Zusammenführung von Traditionen versucht, wieder ins Bewusstsein zu heben. Und das Letzte, was die Religion betrifft, wäre eben auch wieder, wie zu allen Zeiten, das hat Stalin schon in der Zeit des großen Vaterländischen Krieges auch getan, holt man die eigentlich geschundene, verfolgte, zum Teil brutal dezimierte orthodoxe, russisch-orthodoxe Kirche
in Gestalt des Moskauer Patriarchats, selber eine hochautoritäre Struktur, wieder auf die Bühne, die nach der alten Lehre der Symphonia, also des Zusammenklangs, so muss man es übersetzen, von Macht, weltlicher Macht und geistlicher Macht, eben nicht nur diese Macht segnet, sondern ihr eine weltgeschichtliche Mission aufträgt. Ich würde die Art und Weise, wie die russische Orthodoxie, die aus der moskowitischen Zeit stammt, die mit der alten Kiewer Orthodoxie nur noch sehr wenig zu tun hatte, es war von vornherein eine Zarenkirche, und diese Art, in der sie sich als drittes Rom, da sind wir bei Rom oder Moskau, sich das auf die Fahnen geschrieben hat im 16. Jahrhundert, nach dem Fall nämlich von Byzanz, des zweiten Rom, Moskau als das dritte Rom, lässt sich vergleichen, war eben nicht einfach nur eine Segnung und Legitimierung der Handlungen dieses Zarentums, sondern und nicht nur eine religiöse Ordnung, die von oben nach unten das patriarchale Element mit dem Zaren als dem Vater, der direkt die geistliche Segnung per Patriarchen von Gott bekommt, sondern darin steckte auch so etwas wie eine weltgeschichtliche Mission, die man am ehesten meines Erachtens jetzt als Historiker gesprochen, mit dem Anspruch des Osmanischen Reiches vergleichen kann, sich als Kalifat zu sehen. Also es hat Charaktere eines Kalifats, eines Hüters, eines heiligen Kernes der Rechtgläubigkeit, der wahren christlichen Rechtgläubigkeit. Ja, das war ein sehr hoher Anspruch und der hat sanktioniert, diese Struktur, die jetzt wie in einer dritten Wiederholung, wie in einem endlosen, fehlerhaften Kreislauf im heutigen Russland wieder ersteht und nicht einfach als eine Struktur, die nur von oben nach unten wirkt auf die Gesellschaft, sondern als eine Struktur der Auslieferung dieser Gesellschaft, der Wehrlosigkeit dieser Gesellschaft, der Entstrukturierung dieser Gesellschaft, also das Gegenstück ist die reale soziale Gestalt dieser Gesellschaft. Ja. Ja, vielen Dank. Sie sehen, Sie haben eine weite Perspektive bekommen und genau das war meine Hoffnung auch, sowohl geistesgeschichtlich eben nochmal den Horizont der Debatten aufzumachen und als auch konkret eben mal jetzt auf diesen konkreten Fall Russland zu blicken. Ja, wenn wir eine transatlantische Frühlingsschule haben, dann ist die Idee dazu, eine Lerngemeinschaft von Lerngemeinschaften zu bilden. Ja, also dass man europäische Erfahrungen mit US-amerikanischen zusammenbringt, nicht runterfallen sollte dabei, aber eben alles, was östlich von Europa liegt. Ja. Ich fand jetzt wahnsinnig spannend, eben zu sehen, diese Situation von Totalitarismus und Kritik der autoritären Persönlichkeit als Genealogie des antiautoritären Denkens. Ja. Und das kann man dann ja in diese Perspektive von gestern und heute setzen, wie Sie es gerade gehört haben. Ich habe mich gefragt, was geschieht in dieser Situation totalitärer Macht und dem Verständnis von Autorität, das man daraus entwickelt? Weil einerseits, wenn man sich auf die deutschen 68er eben fokussiert, hatte ich den Eindruck, wird da Autorität eben nicht zu leicht über Bord geworfen, weil es eben als Abwendung von so einer Vätergeneration dann einfach als Thema erledigt ist. Und gleichzeitig ist aber doch so etwas wie ein Autoritätsverlangen eben da. Ja? Und was macht man damit? Das wäre die Frage an mich, Herr Brummelig, und an Gerd Köhnen. Sie haben das ja wunderbar nochmal ins Spiel gebracht, dieses Verhältnis von Religion und Staat. Ja, und das fand ich eine ganz wichtige Erinnerung, was man hier in
der deutschen Situation eigentlich vollkommen vergessen hat, dass die Religion natürlich ein ganz gebrochenes Verhältnis zu sowas wie Demokratie und Menschenrechten und so weiter hat, ja, dass das nicht einfach eben die Affirmation von eben den Genannten ist, sondern dass man in einem Streit um die Rechtgläubigkeit eben auch in eine ganz andere Richtung sich wenden kann. Ja, und was man da an dem Beispiel eben von Orthodoxie und Russland momentan wirklich nochmal eindrücklich demonstriert kriegt. Was macht man daraus? Also ist das quasi, ich will Ihnen aber jetzt auch nicht, ich will Sie nicht zu weit zurückschieben. Melden Sie sich und beteiligen Sie sich mit Fragen, wenn Sie kurz aufeinander reagieren würden. Und dann beziehe ich Sie aber direkt auch ein, damit wir das Ganze nicht zu lange hinausziehen. Also stellen Sie gerne auch Ihre Fragen mit Handzeichen. Ja? Herr Wurmling, würden Sie auf die 68er dann nochmal eingehen? Was für ein Autoritätsverständnis bleibt da eigentlich noch? Oder sind es dann eben nur noch Rechte, die quasi ein Autoritätsverlangen? Ich habe es ja geschildert, eine Folgewirkung von 68 waren die maoistischen Gruppen, die dann geglaubt haben, nach der Abwehr einer schlechten Autorität, das waren, wenn man so will, die nationalsozialistischen Väter, sich einer guten Autorität zuwenden zu sollen. Das freilich dann in einem Verhaltensstil, der in der Tat unterwürfig und auf strikteste Disziplin gesetzt hat. Und ich habe ja geschildert, dass das nach ein paar Jahren dann vorbei gewesen ist und die Leute irgendwie zu den Grünen gegangen sind. Das heißt, rein sozialpsychologisch würde man sagen, war es vermutlich bei einem nicht geringen Teil dieser Generation so, dass sie das sozialpsychologische Autoritätsprofil durchaus beibehalten haben, es dann aber zunächst anderen Inhalten zugewendet haben, um es dann später im Laufe eines 20 Jahre dauernden Lernprozesses tatsächlich auch zu überwinden. Und ich meine, wir erinnern uns ja, womit hat dann die Studentenbewegung, muss man sagen, begonnen? Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Und es war jetzt nicht nur die alten, ungebrochenen Formen der ordinären Universität, sondern ein großer Teil der Professoren. Und als wir studiert haben, waren es vor allem Männer und keine Frauen, waren ja vormals Mitglieder der NSDAP oder mindestens Mitläufer gewesen. Und dass es da zunächst eine gewisse moralische Empörung gegen diese Persönlichkeiten gegeben hat, ist ja nur zu verständlich. Ja? Also die entscheidende Frage war das Umkippen und dann der spätere Lernprozess daraus. Ich habe zwei Fragen. Geht eigentlich an beide. Im Moment scheint es ja so, dass bei der Verschärfung der autoritären Regime der Jammer der Demokraten und der freien Gesellschaften ist, woher nehmen wir eigentlich die Autorität, andere davon zu überzeugen, dass wir die Richtigen sind. Das hört man an allen Ecken und Enden, Kommentare. Keiner glaubt noch wirklich daran oder man unterstellt, es gäbe eine eigentliche heimliche Öffentlichkeit, die aber von der offiziellen Öffentlichkeit überwölbt worden ist. Mag sein, mag auch nicht sein. Ich habe keine Antwort darauf. Das Zweite ist, das geht eher an Herrn Brumnik, ein wesentlicher Punkt dieser gesamten Positionen, die Sie dargestellt haben, also die alten Frankfurter Geschichten, das ist ja nicht nur Psychoanalyse, ist ja auch ein bisschen Anarchismus dabei. Das heißt, die Frage dessen, was Freiheit in einem solchen Zusammenhang bedeutet, ist was, was ich gerne gewusst hätte, weil die Vorstellung dessen, was das konkret bedeuten könnte, ist jedenfalls bei den Texten, die ich so habe, nicht so einfach festzustellen.
Das ist vielleicht nur eine theoretische Frage. Die andere Frage ist wahrscheinlich für die gegenwärtigen Verhältnisse wichtiger. Ja, ich bin ein heilloser Habermasianer, deswegen würde ich Ihre Frage anders beantworten. Die Frage ist nicht, woher nehmen wir die Autorität, sondern woher nehmen wir die guten Gründe, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass... Ja, das kann man dann so sagen, sicher. Also ich will nur sagen, wenn überhaupt Autorität, dann die Autorität von guten Gründen. Etwas Besseres haben wir nicht, soweit ich sehe. Wenn man absieht in Gesellschaften wie den unseren, die politisch verfasst sind, und sowas wie dem Verfassungsschutz und so weiter. Na gut, das ist klar. Ob die Angehörigen der Frankfurter Schule im engeren Sinne Anarchisten waren, würde ich bestreiten. Also mir kommt dann immer ein Satz von Adorno aus den Minima Moralia in den Sinn, wo es heißt, eine befreite Gesellschaft wäre eine, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Also das wäre dann der Pluralismus von Lebensstilen. Und vielleicht noch auch an Sie, Herr Steiner, eine letzte ja, begriffliche Unterscheidung. Ich würde in unserem Zusammenhang zwischen autoritär und totalitär unterscheiden. Das ist nicht genau dasselbe. Die totalitären Gesellschaften, das sind die totalen Überwachungsstaaten, wo dann auch also die Kinder die Eltern denunzieren. In diesem Sinne ist das Dritte Reich kein totalitärer Staat gewesen, vielleicht im Unterschied zur stalinischen Sowjetunion oder zum China der Kulturrevolution, was es dann im Endeffekt aber keineswegs besser gemacht hat. Also das Letzte würde ich auch unterstreichen. Das hat aber wieder, also ich versuche das immer realgeschichtlich zu verankern. Der Nationalsozialismus war ein Projekt der inneren Reinigung, das ja von allen als fremd empfundenen Elementen, das kristallisierte sich am Einfluss des modernen Judentums, was eben zur Kultur des modernen 20. Jahrhunderts entscheidend beigetragen hat. Genau das sollte unter Begriffen wie Asphaltliteratur und so weiter ausgekehrt werden, aber es war von vornherein ein Projekt auch der Versklavung und Eroberung von fremden Land. Also ein in diesem Sinne aggressiv nach außen gewendet, das kann man für alle Bewegungen faschistischen Typs im Übrigen sagen. Das stalinistische Regime hatte in erster Linie damit zu tun, eine Machtstruktur über ein völlig destruiertes, auch durch Bürgerkrieg, durch Kollektivierung destruiertes Land zu errichten, sich im Grunde selbst eine neue soziale Basis zu schaffen, durch immerwährende Destruktion anderer möglicherweise konkurrierender Eliten. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, es war ungleich totalitärer in seinem ganzen Zugriff auf das gesellschaftliche Ganze. Die Deutschen musste man nicht so schrecklich unterdrücken. Ja? In Russland gab es die machten mit oder auch nicht, dann waren sie eben, standen sie abseits in Russland, musste man jedenfalls so tun, als wenn man mitmacht, aber es war auch nicht nur dieses Mitmachen, sondern es bedürfte, es hat wiederum auch Bedürfnisse zum Beispiel eines brutalen Aufstiegswillens, der sogenannten Vigenze, der Aufsteiger, gerade in dieser von alten Eliten völlig entleerten Gesellschaft bedient. Ja? Und das waren Stalins junge Leute, die einen wölfischen Instinkt hatten, alle anderen auch innerhalb ihrer eigenen Schicht beiseite zu legen. Das sind Erfahrungen, die auf ihre Weise, würde ich sogar sagen, singulär sind, also präzedenzlos in diesem Sinne. Wann sind schon mal in Friedenszeiten ungefähr 1 Million Menschen in 3 oder 4 Jahren erschossen worden? Ja? Also das ist diese... Eine Sache will ich doch noch anführen zur Dialektik von Autorität und Autoritarismus. Ich meine, diese bolschewistische Bewegung kam ja scheinbar aus einem extremen Oppositionsbewegung gegen ein alt etabliertes zaristisches System. Ja?
Aber erstens mal steckte in diesem Modell der leninistischen Kaderpartei von vornherein die Vorstellung, eine Gegenelite zu bilden, ja, die genau auf dieses Zentrum der Macht zugreift. Zweitens entstand die Möglichkeit des Zugriffs auf die Macht aber tatsächlich auch nur aus zwei in der Revolutionsgeschichte vielleicht beispiellosen Volksaufständen im Jahr 1905/6 und dann wieder 1917 am Ausgang dieses Krieges, die wirkliche Volksrevolutionen im emphatischsten Sinne waren, aber dann zur Erfahrung, wie ich es ausgedrückt habe, aus einer Revolution in eine Involution hineingestürzt sind, realgesellschaftlich, ja, nämlich einem Zusammenbruch der inneren Organe, nennt man in der Medizin eine Involution. Der soziale Zusammenhalt und Organismus ist zusammengestürzt, alle Kreisläufe der Gesellschaft sind zusammengebrochen und aus diesem, genau diesem totalen Chaos, dann erst entstand die Möglichkeit und auch die Plausibilität sogar, ja, eine ganz strikte Gegenelite an diesen leeren Platz der Macht zu setzen. Ja? Dieses Element der Leere im Zentrum der Macht, das ist, und das wäre dann sehr wohl ein bisschen die 68er-Erfahrung in dem Sinne ganz abgeschwächt auch. Aber ich gehörte ja nun zu diesem, ich habe da keine Schwierigkeit zu sagen, zu einem neokommunistischen Sektenwesen mit tendenziell totalitären Zügen, ja. Gott sei Dank war das alles nur bedrucktes Papier und auf der Straße herum. Ja, warum macht man das aber? Also meine Diagnose in meinem roten Jahrzehnt ist ja die, dass eigentlich wir als Nachkriegsgeneration in Deutschland spezifisch mit dieser Belastung einer Geschichte, die ja auch eine Beschädigung unseres Selbstbildes war, ja, unseres Selbstbildes, ja, man darauf reagiert hat, indem man die Beziehungen, scheinbar jedenfalls, die Beziehungen zur Generation der Eltern, der Kriegsgeneration, der Tätergeneration und so weiter, radikal gekappt hat. Und dann waren wir aber in der Situation, wie in eben dem Herrn der Fliegen, auf die ausgesetzte Schulklasse, ja, in unserer Peer Group der Gleichgesinnten und Gleichmäßigen. Und die einen haben sich, ihr habt sozusagen eure theoretischen Autoritäten aufgerichtet. Es war ja ein Ikonenwald, die 68er-Bewegung. Ja. Jeder hatte seine Ikone. Und ich gehörte zu der Fraktion, die daran nicht genug fand, sondern A, sich mit der Dritten Welt, lauter Ikonen, ja, Bruder Che, Mao als die Sonne der Weltrevolution und so weiter, Onkel Ho, ja, also wir hatten eine ganze Familiengeschichte da draußen, ja, und man war unmittelbar zu dieser ungeheuren Weltumwälzung da draußen. Und dann sagte man aber, okay, und wir sind jetzt hier in den Metropolen. Also suchte man in der Geschichte sich seine Anhaltspunkte und so kam man dann von Marcuse zu Marx, von Marx zu Lenin und von Lenin manchmal zu Trotzki, manche sogar auch zu Stalin oder wieder zu Mao, was weiß ich. Jedenfalls, man suchte sich sozusagen auch einen Totempfahl unter großem intellektuellen Einsatz übrigens, ja, es wurde ja wahnsinnig gelesen damals, ja, es wurde nicht alles theoretisch verschlungen und rauf und runter diskutiert. Also wir hatten natürlich intern diese autoritäre Struktur, ich habe sie übrigens aber am Anfang als entlastend gefunden gegenüber dem Chaos einer antiautoritären Bewegung, in der ja, das muss man doch auch sehen, die großen Matadore dominierten. Ja, also ich war mit Danny Cohn-Bendit in Frankfurt auf einer Höhe und er
hat dann mal in einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, so von hinten geblökt, wie er das so tat. Ja, jetzt spricht der Generalsekretär oder sowas. Ich war aber nur der kleine Ortssekretär. Ja, und dann habe ich ihm stolz erwidert, es war vielleicht im Jahr 75, mein lieber Danny, wir kannten uns doch alle, ja, mein lieber Danny, ich bin vielleicht für ein Jahr gewählter Sekretär der Ortsleitung und du bist Häuptling auf Lebenszeit. Ja, so peng, habe ich ihm. Es war auch so, das war auch autoritär strukturiert. Also die Teach-ins konnten eine sehr autoritäre Angelegenheit sein. Und die Frauen haben nicht umsonst, ja, in diesen Strukturen rebelliert und die Tomaten und die Eier auf den armen Kral und so geworfen, den Vordenker des Frankfurter SDS, weil sie nicht zu Wort kamen, ganz einfach. Ja, also auch diese, ich weiß nicht, anarchische, aber sagen wir mal anomische Situation der großen Meetings konnte sehr autoritär strukturiert sein. Ja, ist ja auch schön zu hören, wie diese Ikonentradition quasi selbst bei den 68ern das Römische als Form weiterwirkt. Ja, aber ich würde es jetzt so machen, weil wir haben als Ausblick den Wein und das Essen draußen, wenn wir uns vom Livestream verabschieden. Ich würde jetzt zwei Fragen zusammennehmen, jeweils zwei solche Runden noch und dann schließen wir das und führen das Gespräch dann draußen weiter. Bitte, Esra. Also vielen Dank für diese beiden sehr reichen Vorträge. Ich will den ersten Punkt von Professor Brumlik ansprechen und das bezieht sich zur Figur des Vaters und die quasi die Hilflosigkeit des Sohns oder der Kinder, das, und dieses Schuldgefühl, dass man kann nicht an die sozialen Strukturen, die so Mangelhaftigkeit des Einzelnen so zurückweisen. Und ich wollte fragen, wie das vielleicht so einfach ein bisschen transatlantisch das anzusprechen, Putin und Donald Trump zu verbinden. Beide sind Väter. Und auf der Putin-Seite, also was Sie beschrieben haben, Vater ist nicht etwas, was man mit Putin verbindet oder ein Vaterdiskurs. Vater und die Nation ist das Kind des Vaters. Sie haben Totem dann benutzt als Metapher. Und Putin hat irgendwie keine Familie, also seine Familie spielt keine Rolle in seiner, in seinem Antlitz oder Charisma. Aber mit Trump, wir haben eine Vaterfigur, die alle respektieren, weil er seine Anhänger, sagen wir so, weil er diese tolle Kinder haben, hat. Das ist quasi ein Proof, dass, nicht, dass der was richtig tut. Jetzt wird vorgeworfen zu Joe Biden, dass er ein schlechter Vater ist, weil seiner Sohn ja, viel Mist macht. Aber sie sind beide, Trump und Putin, väterliche Figuren, die ja, not so moral. Und ich wollte einfach also unser zeitgenössisches Zeitalter mit dieser Vaterfigur und wie das ja, Russland, USA, Autoritarismus. Ja, genau. Ich würde jetzt aber noch die zweite Frage. Das war sehr viel, Entschuldigung. Nee, vielen Dank. Und Frank Foredi. I like to stand up because of my back. I got two small points. One is that there's a danger of using the concept of authoritarian and authority in a casual, taken-for-granted way, as if there's a connection between the two. And actually, if you look at the logic of history, the idea of authority
emerges a long time beforehand, and more importantly, it's when the loss of authority or the struggle to find some authority kicks in the late 19th century that authoritarianism begins to be talked about. I don't know about German, but in the English language, the word authoritarian was not used until the early 19th century. It's a kind of logically very distinct kind of element. And I think the reason why this is important is because if we kind of blur the lines between the two, then, for example, we can say that the 68 people were dying to get authority. They were looking for authority. Now, I myself, I'm old enough to be a 68 person. I myself was involved with the far left. And certainly looking back, I can say that what they were looking for is not authority, but meaning. Mm. I think it was a moral quest that went in the wrong direction. But it was a desperate search for meaning, which led a lot of people in that kind of direction. And I think this problem relates to the whole Frankfurt School, because I think what the Frankfurt School did, and by the way, they were as authoritarian as anybody else. I mean, they were very paternalistic. I mean, they were the ones that came up with the concept that these people on the F scale don't know what's in their self-interest. We know what's in your interest, but you don't, right? That kind of paternalism was also extremely strong within their ranks. But what's very interesting in all of this discussion is that their focus, right from the very beginning, was on what Hannah Arendt called the pre-political sphere. It was the family, and particularly, it was a form of socialization, how you bring children up that was seen as being the precursor of becoming an authoritarian individual. So the question that I want to ask is that given the fact that the research of Adorno has been exposed as being fundamentally flawed in the sense that they were already knew what the answers would be a long time before they launched that research, isn't it about time that we're a little bit more careful with using the word authoritarian, anti-authoritarian, and authority. Mm. Because if you do that, then we forget that, in fact, at least one of these concepts, which is authority, can have a creative dimension, whereas the other two, are historically and logically problematic. Vielen Dank. Herr Brumnick, wollen Sie wegen der Vaterfrage beziehungsweise... Ich habe die Frage, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden. Okay. Nein, ach so, Ihre Frage habe ich schon verstanden. Ich dachte, das ging jetzt um die letzte. Also worum geht es jetzt? Genau. Also die, als Zusammenfassung, die Autoritätsverständnisse als Frage der Wertschätzung von sowas wie einem kreativen Aspekt von Autorität. Ja? Also die Familie eben als... Die andere Ordnung zum Politischen, also das Präpolitische, sollte man das nicht noch mal stärker abwägen, als da einfach nur so eine Opposition aufzubauen, wenn ich das jetzt ganz kurz so zuspitzen darf. Da müsste man jetzt wirklich lange in den Begriff gehen. Was heißt Autoritas? Ich habe schon angedeutet, ich würde es übersetzen mit Überzeugungskraft, etwas zu tun. Und das kann sowohl mit Argumenten geschehen, als auch mit Drohungen von körperlicher Gewalt. Und wenn es so ist, dass es um Argumente geht, ist dagegen ja gar nichts einzuwenden. Ja. Also die klassische Diskussion in den Erziehungswissenschaften in den späten 60ern, darf ich gerade noch? Also geh jetzt schlafen, sagt dann der Vater die Mutter zum Kind. Das Kind fragt, warum? Frag nicht, sondern geh. So, und dann wandelt sich der Erziehungsstil. Und dann geht's schlafen. Warum? Naja, weil morgen Schule ist und du ausgeschlafen sein musst. Also jetzt kommen Argumente. Und das ist ein Unterschied ums Ganze. Ja, ja. Okay, aber so als Vater von 4 Kindern muss ich sagen, ja, in die Situation rutscht man manchmal rein. Ja, ja. Tatsächlich würde ich aber das Argument gerne noch stärker machen. Sie haben ja das Beispiel gebracht. Ja? Also... Wenn man beim Individuellen stehen bleibt, ja, und den Fehler bei sich selbst sucht, das ist quasi das Merkmal des Autoritären oder von Autorität. Jetzt habe ich dabei
an ein Büchlein von Klaus Mertes gedacht, ja? Der ja lange hier das Canisius-Kolleg geleitet hat. Mhm. Und der hat einen wunderbaren kleinen Essay, Verantwortung lernen. Ja. Und, das, und als Kern der ignatianischen Pädagogik beschreibt er genau diesen Punkt, nämlich, dass die Schüler lernen, ihre eigene Verantwortung zu übernehmen, ja, indem sie eben diese individuelle Verantwortlichkeit eben verinnerlichen. Mhm. Ja? Ja, genau. Wo läuft da die Bruchstelle? Ja? Also wenn der Fehler bei sich selbst zu suchen ein Problem ist oder wenn es das gerade ist, was eben die Erziehung in der Familie leisten soll. Muss man im, würde ich sagen, im Einzelfall sich ansehen, kann ich nicht generell beantworten. Aber vielleicht noch kurz zur ersten Frage. Also, und da kann ich sagen, ich habe überhaupt keine Kenntnisse von dem, was sich in Russland abspielt. Aber das, was ich den Zeitungen und dem Fernsehen übernehme, ist mein Eindruck, dass Putin nicht ein autoritär verehrter und internalisierter Führer ist, wie das etwa bei Hitler der Fall gewesen ist, sondern dass die Leute, das müsste Gerd Köhn besser beantworten können als ich, aus Angst oder anderweitigem Konformismus das mittragen, aber nicht, weil sie, wie das in Deutschland der Fall war, mit diesem Führer identifiziert sind, obwohl, wenn man manche Fernsehaufnahmen aus den Stadien sieht, wenn also Putin zugejubelt wird, also das hat mich schon eigentümlich berührt, aber dennoch, also ich glaube nicht, dass es da um die Autorisierung und Internalisierung eines Führerprinzips geht, sondern mehr um äußere Gründe, also Angst, Konformismus und so weiter. Und was die USA angeht, wo ich ein bisschen mehr durchschaue, also Trump, also zunächst mal haben die USA ein fundamental ungerechtes Wahlsystem. Das müsste man erstmal rausrechnen. Und dann müsste man sich ansehen, in welchen Bevölkerungsschichten Wahlergebnisse hin, Wahlergebnisse her Putin, also Trump besonders beliebt ist. Und da wäre jetzt mein Vorurteil eher so im evangelikal gesonnenen Süden und nicht deswegen, weil er ein guter und erfolgreicher Vater ist, sondern weil er die evangelikale, konservative Moral unterstützt. Das war es vor zwei Tagen wieder im Fernsehen zu sehen. Ja, ich würde da also um diese Figur des Vaters herum auch typologisch ganz deutlich unterscheiden. Ich meine natürlich Trump, wie er da mit seiner Familie auf die Bühne kam, er, das ist so das Idealbild, das Propagandabild der idealen, harmonischen Familie, dass er ein notorischer Pussygrabber war, dass er ein Vergewaltiger war, das spielt alles gar keine Rolle, das wird alles irgendwie eingemeindet. Trotz allem gehört das zum Bild einer Demokratie, an das wir uns irgendwie, ja, mit dem wir unsere eigenen Probleme haben. Democracy is the worst form of government except for all others. Ja? Und Idioten, Verschwörungstheoretiker und was weiß ich, Verhetzte, ein politischer Tribalismus, wie man sagt, ist jetzt irgendwie im Trend der Zeit. Und damit wird man eben dann wiederum auf demokratische Art und Weise fertig werden müssen. Das, worauf, wo wir, ob das jetzt der Nationalsozialismus war oder ob das die Sowjetunion war oder auch das alte, der alte Zarismus, hat in diesem konkreten Sinne von Vater, Familie und so gar nichts zu tun. Ja? Lenin hatte keine Familie, Stalin hatte keine Familie, Hitler hatte keine Familie und Putin hat in gewisser Weise auch keine Familie. Ja? Er hat wahrscheinlich eine Geliebte, er hat eine Family, eine Machtfamily, er hat Töchter, Schwiegersöhne, die sind alle opulent ausgestattet mit allen möglichen
Macht, Einfluss und Geldversorgung. Das kommt aus einer Tradition, wo das Bild des Vaters in Anführungsstrichen sozusagen die Leerstelle einer obersten quasi göttlichen Instanz ausfüllt. Ja. Man hat über den Basileus, den byzantinischen Herrscher, gesagt, dass man Sinjavski im Lager hat darüber mit Blick auf Stalin gesagt, er saß wie eine Puppe auf dem Thron. Du weißt nicht, wenn du dran stößt, fällt er vielleicht runter. Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Sondern er ist eine Puppe, eine Imago. Er ist ein Symbol. Ja? Und das ist etwas anderes als in einer amerikanischen Demokratie mit allen ekelhaften Erscheinungen, ja? Wo man sozusagen irgendwie ein fast intimes Bild, intimer als ich es überhaupt haben möchte, ja? Von all diesen Leuten bekommt. Ja, das ist ein Unterschied. Und nur ganz generell würde ich auch sagen, deswegen ist diese Rede von den autoritären Regimes, wo man alles Mögliche in einen Topf wirft, ja, also um auf die Frage zu antworten, die da vorhin gesagt hat, das ist tatsächlich eine inflationäre und gedankenlose Wortwahl. Ja, man muss konkret hinschauen, um was für ein Typus von Regime es sich handelt, und das ist in der Form eine fast nichtssagende Charakterisierung von autoritären Regimes zu reden. Ist China ein autoritäres Regime? Ja, aber bitte, das ist ein Machtstaat, wie es ihn auf der ganzen Welt und in der ganzen Geschichte noch nicht gegeben hat, ja, wo eine Partei in alle Bereiche der Gesellschaft reicht. Das ist was völlig anderes, anders auch als in Russland. Russland anders als in Amerika. Okay. Zwei allerletzte Fragen und dann erfreuen wir uns am Frühsommer mit Wein und Brot. Tom und dann Magnus Schlette, bitte. Vielen Dank für beide spannende Vorträge. Ich würde gern die Beziehung von Autorität und Glaubwürdigkeit befragen. Und Herr Könen, Sie haben darüber gesprochen, dass Putin sich über diese Meinungsforschung legitimiert und eben immer diese 80% genannt. Und ich frage nach diesen 20%, also diese notwendige Dissensgruppe in dieser Asymmetrie. Und in dieser Frage, ob da nicht auch eine konstitutive Funktion ist, und wir haben auch diese Anspielung auf bei Fromm, sozusagen den Fehler bei sich selber suchen, also ist sozusagen, sind diese 20% Garant für diese atomistische Gesellschaft und Garant für die Glaubwürdigkeit von Autorität? Also braucht Autorität dieses sozusagen diesen inhärenten Dissens, um glaubwürdig zu bleiben? Danke. Ja, ich habe eine Bemerkung zu dieser, oder eigentlich eine skeptische Nachfrage zu dieser Allensbach-Umfrage, der zufolge es eine starke Korrelation geben soll zwischen dem Respekt für Autorität einerseits und andererseits sozusagen der Anfälligkeit für autoritäre Einstellungen oder rechte Einstellungen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich, meine Skepsis kommt daher, dass ich den Eindruck habe, dass irgendwie ein essentialistischer Autoritätsgedanke da vielleicht zugrunde gelegt wird. Ich weiß es nicht. Also man muss doch bei der Autorität, also was man ganz basal über Autorität sagen kann, extensional ist es die Chance auf Geltung einer Überzeugung oder einer Handlungsanweisung bei Dritten, Chance auf Geltung gegenüber Dritten. Wenn man das jetzt intentional spezifizieren will, dann muss man genauer sagen, welche Einstellungen sozusagen auf der Seite desjenigen, der Autorität beansprucht und derjenige, der die Geltung von Autorität anerkennt, vorliegen. Und das können völlig unterschiedliche Einstellungen sein. Das kann natürlich die Einstellung sein, die wir irgendwie aus Heinrich Manns Der Untertan kennen, also eine Internalisierung von Charakterzügen, sozusagen, die anfällig sind für Kadavergehorsam oder so etwas. Aber es kann, Sie haben es ja eben selbst genannt, Herr Brumlik, es kann ja auch sozusagen der zwanglose Zwang der Einsicht in
in ein Argument oder so etwas sein. Es kann aber auch etwas Drittes sein. Es kann sozusagen ein Vertrauensvorschuss in die Legitimität einer Überzeugung oder Handlungsanweisung sein. Das ist also beispielsweise bei Kindern der Fall, bei denen man nicht jedes Mal wieder die Begründung geben muss, warum sie jetzt ins Bett gehen sollen, sondern man muss in ihnen ein Vertrauen hervorrufen, dass sozusagen die Anweisung der Eltern wiederum auf Einsicht oder auf höherem Wissen beruht, und dann funktioniert das, dann pendelt sich das irgendwie an. Es sind ja vollständig unterschiedliche Dynamiken, die hier sozusagen bestehen und die möglicherweise dazu führen, dass man eigentlich eine stärkere Binnendifferenzierung dieses Autoritätsbegriffs vornehmen muss. Naja, eine schwierige Frage. Man müsste jetzt diese Allensbach-Umfrage hier haben und sehen, wie die also ihre Fragen also ausgeführt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fragen sind, sollte man Richtern, Lehrern und Professoren eher vertrauen als gewählten Volksvertretern oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist das, was da als Autoritarismus operationalisiert worden ist. Und was die Kinder angeht, das ist eine schwierige Frage. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich im erzieherischen Alltag, Herr Steiner, so ist, dass man dann schon mal abkürzen muss und nicht immer argumentieren kann. Aber der mindestens nach der Literatur, die ich gelesen habe, der entscheidende Umbruch, der dann auch mit der antiautoritären Erziehung und mit den Kinderläden kam, war, dass Anweisungen mindestens einmal begründet werden müssen. Mindestens das. Und dann kann es schon sein, dass das im Alltag nicht jedes Mal wiederholt werden muss. Dann kann man sagen, komm jetzt, hör auf, geh schlafen, du weißt doch, du musst morgen in die Schule gehen. Ja, das wäre dann eine abgekürzte Begründung. Ja, ich wollte noch kurz auch zu dieser Frage mit Putin, den Umfragen und so weiter. Das mit den 80%, habe ich versucht zu sagen, ist nicht wörtlich zu nehmen. Ja? Denn wer antwortet überhaupt? Das sind Telefonumfragen. Ja? Möchten Sie am Telefon irgendjemand, der sagt, ich bin von irgendeinem Institut, in einer aufgeheizten Situation sagen, also ich bin total gegen diesen Krieg oder ich bin total gegen diesen Staatspräsidenten, der uns jetzt in eine wahnsinnige Situation geführt hat, der uns alle ruiniert. Ja? Das werden Sie am Telefon nicht sagen. Also insofern schon mal empirisch ist das sehr fraglich. Meine Frage war erstmal, warum macht er das? Xi Jinping macht keine Meinungsumfragen. Der will auch gar nicht populär sein, der ist einfach da. Ja? Die Kommunistische Partei ist China, ja? Und er ist der Präsident. Und die denken in ich weiß nicht welchen Zeiträumen die brauchen das gar nicht. Die wollen das auch gar nicht. Ja? Putin, Russland ist ein anderes, in dem Sinne doch pluralistischeres, also von der Struktur der Gesellschaft her, und feudalistisches vielleicht mit rivalisierenden Zentren und so weiter, System. Und er lässt sich das immer sozusagen besiegeln. Es ist auch ein Hineinhören in die Gesellschaft, ja, so ein Alarmzeichen und so weiter. Er war auch schon mal bei 50%. Kluge Meinungsumfragen, wenn Sie nämlich Ihre Fragen aufgefächert haben, ja, nicht einfach, sind Sie mit der Politik des Staatspräsidenten im Großen und Ganzen einverstanden? 80%. Ja. Finden Sie, dass unser Land auf dem richtigen Weg ist? So 55%. Ja. Finden Sie und so. Also dann entsteht sofort ein viel differenzierteres Bild. Ja. Da ist Russland viel mehr an der Schnittstelle eben doch, und weil Sie sagten, wer sind die 20% eigentlich, ja, das sind die Bekenner, ja, und das sind meine Helden in der Wirklichkeit. Es ist nämlich noch viel schwieriger, sich in einem aggressiven Mainstream, also der jedenfalls als Mainstream sich präsentiert, ja, da eine Position zu behaupten, ja. Der Dissident im sowjetischen Sinne
aber selbst das geht ja in die religiösen Dissidenten der Zarenzeit zurück, sind die Nicht-Einverstandenen. Ja? Die Nicht-Einverstandenen. Man soll nämlich einverstanden sein. Ja? Und sie sind nicht einverstanden. Das geben sie zu Protokoll und dann versuchen sie überhaupt die Dinge in einem Habermaschen oder welchen Sinne auch eine Autorität zu gewinnen, die aus der Sache kommt, die aus ihrer Glaubwürdigkeit auch kommt. Ja? Dann oft auch wieder aus einem Opfergeist. Dieser Nawalny geht dahin, der setzt sich ins Lager, ja, und erwartet, dass sein Nimbus steigen wird. Könnte auch sein. Könnte auch sein. Ja. Aber die Frage ist eben, ob eine Gesellschaft dann die Strukturen hat, die Medien hat, die Mittel hat, um sich selber überhaupt zu artikulieren und nicht einfach ausgeliefert zu sein als an diese Machtstrukturen. Ja, das ist nämlich die Gegenfrage. Das geht nicht nur über Haltung, das geht auch darüber, was können wir eigentlich tun, um unsere Interessen zum Beispiel, unsere Meinung, um das alles zu vertreten. Ja, das ist das, was ausgeschaltet ist. Okay, Herr Brumlik auch. Wir sind ja fast am Ende. Und da hätte ich, weil wir darauf gar nicht mehr gekommen sind, jetzt noch eine Bitte an Sie. Ich fand es hochinteressant, was Gerd Köhnen über die orthodoxe Kirche gesagt hat, von der wir meines Erachtens nach hier eigentlich keine Ahnung haben. Und ich würde gerne anregen, dass die Katholische Akademie einmal ein Seminar über die Orthodoxie und ihre Theologie macht, seit dem nizäanischen Bekenntnis, dem Filioque und andererseits, einschließlich der wunderbaren Ikonen. Aber ich glaube, vielleicht kann mir Gerd Köhnen da zustimmen, um Russland wirklich zu verstehen, muss man das orthodoxe Christentum sehr viel besser kennen, als das hierzulande der Fall ist. Ja. Vielen Dank. Also die Anregung werden wir tatsächlich versuchen aufzugreifen und umzusetzen. Ich darf allerdings darauf hinweisen, wir hatten gerade 4 Tage lang die Eröffnung einer Ikonenausstellung hier mit dem schwedischen Kardinal Aborelius auch. Die geht noch weiter bis in den Juni. Kommen Sie gerne dazu. Okay. Das Thema ist also präsent. Wir werden es aber intensivieren, wodurch wir jetzt ja seit dem Februar eben einfach gestoßen worden. Die blinden Flecken sind leider viel zu mannigfaltig. Ich habe mich aber sehr gefreut über dieses wunderbare Wechselspiel von Vergangenheit und Gegenwart. Wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen. Morgen geht es damit weiter. Dann geht es nochmal um die Fortsetzung der Binnendifferenzierung, dieses Autoritätsverständnisses, mit dem wir die ganze Woche ringen werden, zur Abgrenzung von Autorität und Autoritär nochmal und dem schwierigen Verhältnis des Liberalismus zu Autorität. Ich freue mich sehr, wenn Sie sich wieder zuschalten oder an die Akademie kommen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie hier noch und plaudern Sie mit den Gästen, die hier sind. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.